Dieses Küchenkraut schmeckt kräftig, scharf würzig und leicht pfeffrig. Deshalb auch der Name Pfefferkraut. Seine Geschmacksnoten ähneln denen von Thymian und entfernt denen von Oregano und Minze. Geschmacklich unterscheiden sich das Sommerbohnenkraut und das Winterbohnenkraut nicht unbedingt. Es kann frisch, getrocknet, geriebelt oder gemahlen verwendet werden. Es taugt besonders gut für fette Speisen, aber Achtung, das Küchenkraut ist extrem aromatisch und kann mit seinem kräftigen Eigengeschmack schnell die eigentliche Speise überlagern. Deshalb gilt die Faustregel, besser sparsam einsetzen. Heißen tut es Bohnenkraut. Das Bohnenkraut. Bohnenkraut.